Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, ihre Nase wird in den Staub gerieben. Dreimal wiederholte er das. Die Sahaba fragten, wessen? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam antwortete ihnen, jene, die den Ramadan erleben, ohne Vergebung zu erlangen. Es gibt also keine größere Gelegenheit, um Vergebung zu erlangen, als im Ramadan. Jeder, der seine Sünden bereut hat, jeder, der seine geheimsten Sünden kennt, jener, der deswegen nachts weint und jede Hoffnung verloren hat. Das ist deine Zeit, inshallah, um dich von dieser Last zu befreien und stattdessen Zufriedenheit im Herzen zu empfinden und eine Süße des Iman, die du zuvor noch nie erlebt hast. Meine lieben Geschwister, der Shaitan kommt direkt von vorne auf dich zu, von hinten und von den Seiten. Jedes Mal, wenn du die Arme in der Dua hebst, erlaubt Allah subhanahu wa ta'ala keinem Bösen zwischen dich und Allah subhanahu wa ta'ala zu kommen. Wenn du deinen Schöpfer anrufst, stehst du in direkter Verbindung mit ihm. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, und wenn dich meine Diener nach mir fragen, so bin ich nahe. Ich höre den Ruf des Bittenden, wenn er mich anruft. So sollen sie nun auf mich hören und an mich glauben, auf dass sie besonnen handeln werden. Allah subhanahu wa ta'ala zeichnet uns so einen Plan, wie wir ihm näher kommen, bis wir seine Nähe spüren können, sodass wir die vorgeschriebenen Taten und die freiwilligen Taten tun. Und dann tritt jener Zustand ein, über den Allah subhanahu wa ta'ala sagt, bis ich das Auge werde, mit dem du siehst, das Gehör, mit dem du hörst, die Beine, mit denen du gehst, die Hand, mit der du berührst, und worum du mich auch immer bittest, werde ich dir geben. Und wovor du auch immer bei mir Zuflucht suchst, ich werde dich davor beschützen. Und nichts ist mir mehr verhasst, als der Zeitpunkt, an dem ich dieser Person die Seele nehmen muss und sie Schmerzen verspüre.